Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. In der letzten Folge haben wir schon Conquest of Metro gespielt. Da waren wir Russen, jetzt sind wir die US-Amerikaner. USA, USA und so. Nein. Ich will den Russen noch treffen. Auf jeden Fall geht es jetzt andersrum. Nachdem wir ja sehr, 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 sehr und noch tausendmal sehr überlegen waren. In der Runde davor wird es jetzt hoffentlich ein bisschen spannender. Also auf jeden Fall sind die Teams schon mal gebalanced. Also zahlenmäßig. Naja, okay, vorhin war es 14-13, jetzt ist 12-12. Ich werfe euch hier mal ein bisschen lustiges Zeug hin. Einfach mal reinballern, ohne zu gucken, ob da jemand steht. Das war auch ein bisschen unnütz, also laufen wir mal aus rum hier. Revive. Oh, Fatality. Okay, wir rücken ganz schön gut vor, würde ich sagen. Lebe. No prop. No prop. Optimus Primark. Aua. Verdammt. Den dritten habe ich nicht mehr bekommen. Naja, egal. Naja. Verdammt! Einen dritten von rechts habe ich nicht mehr bekommen. Von rechts. Du bist mir auch allwitzbald. Du wirst es mir nicht glauben, aber das ergibt Sinn, wenn man das hier guckt. Oh, wir sind ja schon bei A. Ja, das ist ja wieder sehr gebalanced, diese Runde. Ja, merkt man voll, ne? Ja, more cookie für mich. M16 Service Star, 2000 extra Punkte. So, fröhlich hier runterlaufen, ein bisschen dann links an der Seite flankieren. Wie die da alle angegeiert kommen. Ich höre Schüsse. Nein, das war dann doch kein Item, sondern ein paar Pignon. Okay. Okay, was ist okay? Ja, ich habe Halluzinationen. Hast du Halluzinationen? Was siehst du denn? Ich habe gerade eben bei einem Busch gedacht, das wäre ein Feind. Ja. Wow, die Granate war aber krass. Wieso ist hier sofort hochgegangen? Ich habe die vorher gar nicht gesehen. Mysteriös. Ja. Ich rette dich. Legitim, Selbstmord. Absolut, legitim. Ah, ich sag doch, ich rette dich. Tut mir leid, dein Doktor gehört mir. Das gleiche mache ich jetzt auch mit einem. Mann, der ist einfach mal so gestorben. Der ist durch den Kopfschuss gestorben. Ach ja, da geht's ja gar nicht lang.
Da geht's aber noch. Hilfe bei Kill durch Niederhaltung, Suppression Ribbon. Ich rette dich, Miko irgendwas. Miko Wai. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine falsch geschriebene Version von Miko Wai ist, weil es Weihnachtsmann auf Polnisch bedeutet. Aha. Interessant. Tell me more. Alter, ich spawn wieder bei dir. Und ich bin momentan MVP. Das heißt, bist du das nicht irgendwie dauernd? Ja, bin ich irgendwie dauernd. Oh, da ist ja noch ein Feind. So, Kerl gerettet, zurückrennen. Oh, da ist eine Glasscheibe drin, das wusste ich gar nicht. Normalerweise ballern die doch alle Leute direkt raus. Du kommst nicht weit, Sniper. Mist, ich wollte hier noch einen retten. Dann rette ich den auch nicht. Schade. Tja, traurig. PP 2000. Camp. Ey, wir nehmen die C und B ein. Weil wir sie gerade spawnen können. Alle machen Rückzug. Während ich gesnipert werde. Langweilige Sniper. Danke. Niemals sollst du mein B kriegen. Hä, hey, wieso? Lebt doch! Drei Reanimationsversuche hat es gebraucht, bis er endlich wiedergekommen ist. Ja, der wollte wohl dort bleiben. Ich glaube auch. Weiter geht's zu C. Sir, nice Hacking Clan steht da oben. Ja, du weißt. Ja, wir bösen Hacker und so. Das ist manchmal so schlimm, die hacken dich einfach nur, weil du irgendwie eine zu Beginn des Spiels einfach mal Glück hattest und irgendwie 12 Leute am Stück getötet hast und dann, ja, Hacker. Ben. Ja. Mit Bens kennst du dich aus, ne? Ja. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich mehr Bens durch Glück als durch, unflätiges Verhalten. Du hast dich also gebessert. Mann, die anderen holen auf. Ach komm, er springt natürlich nicht darüber. Aber durch Glas springt er liebend gerne. Okay, Sniper, da tut mir lieber nichts gegen. Den ignoriere ich jetzt einfach mal gepflegt und laufe außen rum. Einfach nebenbei noch Pokémon zu spielen. Ja, sagen sie alle.
Kaffee. So, nehmen wir Kaffee jetzt ein. Warum auch immer du mir Medic hinwirfst. Falls dir ins Gesicht geschossen wird. Neutralisiert. Da hinten laufen ein paar Lappen lang. Keine Chance. Nicht über die Distanz. Da unten läuft ein Lappen lang. Den kann man schon wahrscheinlicher kriegen. Revive bitte, danke. Man sollte immer bedenken, vor der Elektrolythöhle sich gut mit Items einzudecken, denn die Elektrolythöhle kann zu einem langen, langen, langen Abschnitt deiner Reise werden. Wie sie da alle Base campen. Oh, seid auf Base campen. Kommt raus und lasst euch das. Au! Claymore und Shotgun. Mann, Alter. Sagt doch alles, oder? Naja, auf der Map eine Shotgun vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber. Und dann erstmal 5 Schuss mit der Shotgun gebraucht, um mich umzulegen. Mich! Jetzt gehe ich nochmal aus reiner Überzeugung da hoch, aber er ist leider nicht mehr da. Und hier gibt es schon keine Feinde mehr. Ich rette ihn. Spring, spring, spring. Während ich ihn avenge. Kill rejected. Wie? Was? Mal die ganzen Sniper. Ich hab Angst vor Snipern.